Denn das war jetzt noch nicht alles, was es hier in diesem Tempel der Schlange gibt. Es gibt nämlich noch einen Geheimraum. Und wer Star Trek kennt, kann vielleicht mit dem Namen des Monsters, was in diesem Geheimraum existiert, was anfangen. So, hier hinten sieht man nämlich jetzt schon einen lustigen Punkt von einer Person, gegen der wir nichts ausrichten können. Q. Obwohl, ich sehe gerade, wenn er jetzt einfach so hier stehen bleibt, können wir ihn vielleicht doch umlegen. Das wäre genial. Ich mache einfach mal weiter, vielleicht klappt's. Der zaubert nämlich hier diverse Zaubersprüche, die einen sofort umbringen würden. Und man hätte keine Chance im Nahkampf gegen diese Person. Und der hat auch so viele Lebenspunkte wie nichts anderes. Und wenn man den umbringt, bekommt man ein Artefakt, das, wie heißt das? Keine Ahnung, das ist irgend so ein Horn. Und dadurch kann man dann die Lebenspunkte erkennen, die die Gegner noch haben. Und ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass das so einfach geht hier. Ich habe das ganz früher mal probiert und da bin ich hier reingegangen und da kam er mir halt direkt entgegen und ich habe keine Chance gegen Q gehabt. Aber wenn das jetzt so läuft, gerne. Das ist schon wieder ein bisschen lächerlich. So, wir müssen bloß aufpassen, dass Eile nicht ausläuft. So, das sind nämlich genau diese Zaubersprüche, die auch die Minotauren zaubern. Das ist so Schattenmagie. Und die kann einen halt wirklich einfach umbringen. Geil, wir besiegen hier jetzt einfach so cute. Das ist ja wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Damit hätte ich nie gerechnet. Na komm. Wir haben Q besiegt. Wie geil. Und ein Horn gefunden. Hier haben wir es. Horn von Ross, genau so hieß es. Oder Rose. Ein Horn des Drachen Ross, der in der Nacht der herabstürzenden Sterne getötet wurde. Dieses Horn befähigt seine Besitzer, die Wunden seines Gegners genauer zu fühlen. Ist das geil. Wir haben Q besiegt. Oh. Ich weiß nicht. Oh. Zauberstab des Todes. Oh. Zauberstab der Entstellung. Geil, das sind ja... Die klingen schon böse. Oh. Zauberstab der Schrumpfung. Oh. Des Schrapnells. Ach, das sind die ganzen Schattenzaubersprüche. Oh. Oh, und Implosion. So, ist hier noch was? Hier ist nichts, hier ist nichts. Alter, was zieht denn das Ding ab? Yes, Leuchtfeuer! Sehr geil, wir haben Leuchtfeuer. Und Stein zu Fleisch, das nützt uns zwar jetzt nichts, aber okay. Ist hier wirklich kein Platz mehr für den Trank? Doch, du hast noch was. So, wir sind in Blackshire und jetzt können wir nämlich mal das Horn von Ross ausprobieren. Wenn ich nämlich jetzt hier über den Bauern drüber gehe, sehen wir hier unten Trefferpunkte 9. Cool, oder? Achso, genau, halt, bevor ich das Ding verkaufe, bringe ich mir es schnell bei. So, und jetzt gebe ich noch schnell den Mann ab. Hallo. Oh, hab Dank, dass du mir meinen Emmanuel zurückgebracht hast. Nichts in der Welt bedeutet so viel für mich wie er. Hier, nimm diese Belohnung. Ich weiß, es ist nicht viel, aber du hast es verdient. 500 Gold, das ist... Na gut, wenn man bedenkt, was wir jetzt gerade gekriegt haben, einfach nur so an kleinen Gimmicks, wie zum Beispiel diese Goldrüstung, dann ist das schon okay, dass die uns nur 500 Goldstücke gibt. So, und ich würde sagen, die legen wir jetzt auch mal an. Oh, Träger ist resistent gegen Lähmung, ist natürlich auch geil. Ah, das sieht schon richtig
Schnieke aus. Das kenne ich nicht. So, noch ein Umhang. Vielleicht ist das mal was Gutes hier. Mhm. Nein, das ist gar nichts. Auch schön. So. Das ist nicht schlecht. Das ist richtig gut. Reaktion plus 7 ist. Ja, komm. Dass du mal ein bisschen stärker wirst, Mädel. So, und Arthur. Geil. Was macht denn der Götter? Ich hab's schon wieder vergessen. Habe ich hier nicht irgendwas der Götter gehabt? Ich glaube, das gibt einen einfach mal einen übelsten Boost. Ja, überall plus 10, so wie es aussieht. Ja, überall plus 10 ist das krass. So, wen gebe ich denn jetzt das Ding aber? Der mit den wenigsten Trefferpunkten sollte das, mit den wenigsten Trefferpunkten sollte das eigentlich kriegen. Ja, das seid ihr beide. Komm, ich gebe das jetzt ihr. Zack. Sie hat's nötig. So, da haben wir jetzt ganz schnell. Ich glaube, das war jetzt nicht mal eine Stunde. Nein, das war noch nicht ganz eine Stunde. Haben wir jetzt einfach mal den Tempel der Schlange geklärt. Genial. Und Q umgebracht, was ich ja nie gedacht habe. Ich habe mich noch dran erinnert, ey, da war doch dieser Q dahinter. Und ich sehe Hufeisen. Geil. Und ich wollte den jetzt nur mal zeigen und vielleicht mal zeigen, wie wenig Schaden wir dem machen können. Aber dass der Idiot sich wieder an der Ecke festbackt, sodass ich ihn ganz einfach ohne Probleme erschlagen kann, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich würde sagen, ich verbleibe hier erstmal. Aber so, dass ich die Tür des Tempels da oben sehe und nicht, dass der Himmel durchscheint wie jetzt. So. Und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic 6, dem Mandat des Himmels. Und, ha, diesmal habe ich vor der Aufnahmepause schon alles eingerichtet. Das heißt, wir können gleich sofort übelst krass mega losstarten. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was ich tun sollte. Beim letzten Mal haben wir grandios Q besiegt, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und haben eine mega geile dicke Rüstung hier bekommen. Das ist alles so super aufeinander abgestimmt, außer Schuhe und Helm. Und ich sehe gerade, was wir tun könnten. Wir könnten erstmal ausmisten. Dazu könnten wir doch mal... Ach man. Kann ich dir beim hier hingehen und diese ganzen mega teuren Zauberstäbe verkaufen. Da ich die eh nie nutzen werde und die so nur mein Inventar sinnlos voll das machen. Kenne ich nicht. Können die gleich alle weg. Ui, der ist aber viel wert. Das kenne ich nicht. Der ist nicht viel wert. Ich glaube, der ist nicht verzaubert. Den können wir das gleich losmachen. Das kenne ich nicht. Verkaufen. So, hier haben wir noch einen sinnlosen Priesterumhang, einen Helm, Gürtel, Fliegen. Ja, das war ja der Hohn, dass wir Fliegen bekommen haben. Ich weiß es nicht. So ein Buch des Wissens, das können wir vielleicht doch mal erkennen. Wunden heilen, geil, der nächste Witz. So, das verkaufe ich bestimmt nicht. Und das ganze Zeug bekommt jetzt noch unsere Händlerin. So, das Horn von Ross bekommst du. So, die Rüstung darum kümmern wir uns später. So, jetzt hier noch sinnlose Schriftrollen. Erste Hilfe, wer braucht den Bullshit? Fliegen, wer braucht das schon? Schutz vor Magie, das brauchen wir später vielleicht. Alter, haben wir jetzt viel Kräuter und so. Das kenn ich genau, nicht. Den wollte ich erkennen. Oh. Kasparer Ring des Spirituellen. Verstärkt Wirkung aller spirituellen Zauber. Na, das ist doch was für dich, Junge. Und das tauschen wir ein gegen... Ja, komm, gegen so einen Charisma-Ring. Ach, Mist. Komm, ist das Kraut. Genau, der. Bob. So, und vielleicht hat sie noch einen schlechteren Ring.
Intellekt plus 5? Wieso hat die einen Intellekt plus 5 Ring? Die braucht ja gar keinen Intellekt. So, die hat scheinbar nur bessere Ringe und er hat Kälteresistenz plus 3. Das ist ja auch ein Witz. So. Kann ich dir beim Suchen helfen? Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg. Cool. Danke, komm. Hätten wir schon das erste. Auf geht's zum zweiten. Waffen. Da haben wir ja auch eine ganze Menge Mist einfach nur gekauft. Nicht gekauft, gefunden. Hätte ich das gekauft, hätte ich mich gleich erschießen können. So, und jetzt auf zum letzten. Ja, komm schon. So. Rüstungen. Die Waffen bitte nicht anfassen. So. Das war's ja. Cool. So, und dann war's das jetzt noch nicht ganz Heldentum. Wir haben so viel Heldentum. Wir brauchen hier, wie hießen das, wiederherstellen. Da mixe ich mir jetzt gleich mal ein paar Tränke. Wiederherstellen. Violett und Grün. Grün haben wir hier Vollbracht. Und Violett da. Vollbracht. Cool. So, was denn, wenn ich jetzt eile? Gut, das geht schon mal nicht. Und wenn ich jetzt äußerer Schutz mit Grün? Oh nein. Okay, das geht auch nicht. Und Energie und Heldentum? Mist. Was haben wir hier noch? Segen. Hä? Segen? Wo ist denn jetzt hier das? Hä? Vollbracht! 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 Wiederherstellen. Hab ich gerade was Falsches gemixt? Oder habe ich Wiederherstellen gerade vermacht? Ich Idiot. Wer weiß. So, Segen mit Blau. Nein. Geht nicht. Eile mit Rot. Geschafft! Oh, wir haben was Schwarzes bekommen. Oh, fuck. Und ihn hat's alles zerlegt. Okay, egal. Essenz der Reaktion. Fügt einmalig permanent 15 Reaktionen hinzu und zieht 5 von Charisma ab, um den Zaubertrank zu trinken, bla bla bla. Geil. Dann haben wir nämlich jetzt schwarze Tränke. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht in dem in dieser Videoserie hier. Die schwarzen Tränke sind die besten. Die haben eine richtig gute Eigenschaft und halt auch immer mal so eine blöde mit. Aber ich glaube, das kann man ganz gut verkraften. So, Wunden heilen und Heldentum. Geschafft. Wird Essenz der Stärke, Essenz der Reaktion. Fügt einmalig 15 Stärke hinzu und zieht 5 von Intellekt ab, okay. Und Energie und Heldentum. Oh. Ups. Ja, sowas kann auch mal passieren. So. Ach, fuck, jetzt ist noch mehr zerstört. Okay, was man tunlichst vermeiden sollte, ist Weiß mit Schwarz zu mixen, weil, ja, das, dann ist man ausgerottet. So, Reaktion. Wer hat denn die schlechteste Reaktion? Du hast die schlechteste Reaktion, aber wenn ich dir jetzt den Trank gebe, zieht es auch derbe Charisma ab. Ah, scheiß drauf. Wir dealen einfach mal damit. Hast immer noch genug. Ja, komm, das reicht. So, jetzt sieht es hier schon wesentlich aufgeräumter aus. Und einmal haben wir noch. Vollbracht. Komm, ich gebe dir noch mehr Stärke. Du müsstest jetzt zwar doof wie sonst was sein. Ja, bist du auch. Aber egal. Vollbracht. So. Vollbracht. Vollbracht, vollbracht, geschafft. Vollbracht. Eine Pracht. Geschafft. Vollbracht. Geschafft. So. Vollbracht. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen wiederherstellen. Vollbracht. 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 Geschafft. So, damit sich das auch gleich lohnt, ein bisschen mehr. Vollbracht. Vollbracht. So. Vollbracht. Denn wiederherstellen hat, glaube ich, hat es negative Eigenschaften. Heilt alle Zustände, bla bla bla. Nein, das hat nur positive Eigenschaften. Sehr geil.